Der Bahnübergang in Rudolstadt-Volkstedt. Kurz nach 8:30 stieß hier ein Bus mit einem Regionalzug zusammen. Die zwei Fahrgäste im Bus überleben den Zusammenstoß nicht. Der Busfahrer wurde schwer verletzt. Erst nach 300 Metern kommt der Regionalzug zum Stehen. Der schwer verletzte Triebwagenführer konnte noch eine Notbremsung einleiten. Die 11 Fahrgäste verlassen panikartig die Abteile. Sie suchen Hilfe in den umliegenden Wohnhäusern. 6 von ihnen sind so traumatisiert, dass sie stationär behandelt werden müssen. Auch für die ersten Retter war der Anblick ein Schock. Nach ersten Erkenntnissen war die Bahnschranke nicht geschlossen. Auch die rote Warnleuchte blinkte nicht. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Motor und Aggregate des Erdgasbusses teilweise über 50 Meter weit geschleudert. Gleise wurden auf einer Strecke von über 300 Metern zerstört. Ein Strommast umgerissen. Weil die Lok entgleiste, flogen die Schottersteine geschossartig auf die Straße. Einige Fahrzeuge wurden beschädigt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. An diesem Bahnübergang soll es in den letzten 2 Jahren schon häufiger zu Problemen mit der Schranke gekommen sein. Erst im Dezember wurde ein Fahrzeug von einem Zug erfasst. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Heute bauten Monteure an der Gleisstrecke zwischen Rudolstadt und Saalfeld. Deshalb wurde die Automatik der Schranke auf Handbetrieb umgeschaltet. Ein Fahrdienstleiter steuerte die Anlage. Der Bus der Linie 16 fuhr um 9.20 Uhr vom Rudolstädter Busbahnhof ab. Sein Ziel Neuhaus. Nur 7 Minuten später verließ die Regionalbahn 16923 Großheringen-Saalfeld den Bahnhof Rudolstadt. Beim Zusammenstoß hatte der Zug ein Tempo von 105 Stundenkilometern. Obwohl die Züge durch ein dichtes Wohngebiet fahren, sind solch hohe Geschwindigkeiten erlaubt. Am späten Nachmittag wurde der Bus geborgen. Wegen der Aufräumungs- und Bauarbeiten wird die Bahnstrecke Naumburg-Nürnberg noch bis Mittwochnachmittag gesperrt. Die ICE-Züge München-Hamburg werden über Erfurt und Fulda umgeleitet. Zwischen Rudolstadt und Saalfeld ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.